Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Draft, würde ich sagen, zum ersten Feature Draft hier auf meinem kleinen netten Kanal. Wir haben heute einen Gast dabei. Hallo, schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir hier sind. Ja, Freue mich. wer bist du denn? Ja, ich bin's, euer Milchmann. Schön hier zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr, sehr gastfreundlich hier beim Blueberry Badger in seinem kleinen Kämmerchen, wo er hier seine Drafts aufnimmt. Und ja, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass ich auch mal auf diesem Kanal zu hören bin. Und ich freue Ja, mich natürlich auf einen schönen Draft primär. das vor allem ganz genau. Wir freuen uns auf einen schönen Draft und das wird für euch ja jetzt auch mal ein bisschen interessant, wenn halt nicht nur einer über die Picks redet und so tut, als hätte er irgendwie einen Plan oder so, sondern wenn man dann jetzt noch verschiedene Perspektiven hört und eventuell wir ja auch in Konflikt geraten Genau, über die verschiedenen einen Picks lautstarken Konflikt. und die Spielzüge nachher, dann könnte das ja für euch auch nochmal interessant geben, euch nochmal neue Perspektiven eröffnen. Da bin Von ich daher mal bin ich gespannt, sehr, ja. sehr aufgeregt. Ich Ja. hoffe nur, dass ich jetzt nicht im Nachteil bin, dadurch, dass der Misha auf meinem Schreibtischstuhl sitzt. Ja, ich hoffe Aber auch, du wolltest ihn ja unbedingt an mich ey, hör mal, ich abtreten. habe ehrlich gesagt auch schon auf diesem Stuhl aufgenommen, weil die Katze auf dem Schreibtischstuhl geschlafen hat und ich die nicht wecken wollte. Ah, die Naja. verrückte Katze. Bei mir ist es, wenn ich hier klicke, immer einer braucht immer ewig lang. Ja, das kenne ich auch. Okay, was haben wir denn hier? Okay, Willst interessant. du Die mal über die Rare Karten ist, reden? ja, wir können ja erstmal mit der Rare anfangen. Ich halte den für, also für mich ist es kein First Pick. Nee, für mich auch nicht Absolut mehr. gar nicht. Nee, also mal zum Ausprobieren ganz am Anfang, Ja, aber jetzt nicht mehr ich finde, das ist ein unbedingt. Build-Around, aber nicht für den Draft. Ja, bin ich auch Und dabei. der Freebooter, ganz was anderes. Fantastische Karte. Den findest du sehr gut. Was mit dem Silver Smote Ghoul? Ich meine, Ist der ist auch halt gut. für, den kann man auch außerhalb des Live-Gain-Decks Auf spielen. jeden Fall, auf jeden Fall. Finde ich aber nicht so gut wie den Freebooter. Okay, Ich würde den gut. Freebooter drüber picken. Und bei den Commons sehe ich jetzt zum Beispiel noch Spellgorger Weird und Roaming Ghostlight, die ich ziemlich Genau. gut finde. Ghostlight habe ich selber noch nie gespielt, aber oft genug Ich auch dagegen. nicht. Dagegen, Das ist krass. ja, also ich meine, er verlangsamt den Gegner halt, aber halt auch erst im späteren Spielverlauf. Deswegen halte ich das nicht immer für extrem relevant. Trotzdem ist es natürlich noch ein Flieger mit drei Power. Ja, aber also ich würde auch hier den Ja, Freebooter, ja. würde ich zustimmen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich nicht doch noch mehr Lust hätte, einfach Live-Gain zu draften, wo wir schon mal Ja, dabei sind. aber das ist Aber halt wir zu sind, inkonsistent und wir und. sind nicht im Best of One. Oh, guck mal, Fiery Uiuiui. Emancipation. Ja, ich habe nämlich gerade gestern die Karte als richtige Pappkarte bekommen, weil ich da ein Brawl-Deck baue, wo ich die gebrauchen kann. Aber was sagst du zu der Karte Es im ist eine schöne Draft? Karte, aber im Draft halte ich sie vielleicht für ein bisschen zu teuer. Also, wenn Okay. du die ausspielst, ist es vielleicht schon oft vorbei. Ich habe es aber selber noch nicht getestet. Ich Ich würde gerne meine, mal die der anderen Comments Freebooter sehen. wird dann auf einmal, macht dann auf einmal auch schon mal 3 Schaden, ne? Also, das Und ist nicht. das ist das Schlechteste, was sie Ach, macht. das ist sogar Source. Ich dachte, das wäre nur Red Source. Da habe Nee, ich dich im nee. falschen Kopf gehabt. Siehst du? Die ist Okay, besser. dann ist sie natürlich etwas stärker Okay, wiederum. ansonsten, wir haben jetzt auch nur noch 30 Sekunden. Gehen wir mal noch Richtig. schnell durch. Jeskai Elder. Ist okay. Ist okay, Für würde ich mich auch keine sagen. Bombe, der Boltahorn ist, ist auch ein bisschen situativ, ne? Nur ja. im Aggro-Deck halt gut mit vielen kleinen Kreaturen. Genau. Leafkin Avenger Ganz was anderes, ist fantastische sehr gut, Karte. aber ist zweifarbig und wir sind Genau. im Pick 2 erst. Genau. Die Commons sind meiner Meinung nach jetzt alle nicht so dolle. Ich würde auch hier mal den, also ich würde den Den Emancipation mal Emancipation ausprobieren. ausprobieren, Ich sehe absolut. auch nichts, was uns jetzt irgendwo anders hinziehen würde. Sehr gut, da sind wir uns ja schon mal einig. So, was sehen wir denn hier? Wenn ich da so kurz drüber scanne mit meinem Ja, geübten Blick, dann scannen sehe ich mal. natürlich den Kitesail Freebooter Genau. und Capture Sphere. Das sind eigentlich Genau. die beiden Karten, die mir hier auffallen. Genauso sieht es bei mir auch aus. Also, das wären Okay. auch die beiden, die mir am ehesten auffallen als klare Picks hier. Schön. Zwischen den beiden wird es sich wahrscheinlich entscheiden. Ansonsten sehe ich natürlich noch eine deiner Lieblingskarten in diesem Set, auch den Den Archer. Skeleton Archer, Ja, ja. der aber wirklich gut performt. Der ist Absolut. wirklich gut, aber ist halt kein Third Pick Nein, nein, unbedingt. nein. Den kann Pick man auch ich. noch relativ spät bekommen, Ja. aber du hast vollkommen recht. Ich bin sehr überzeugt von dem Archer hier in dem Der ist ja Set. auch gut. Der pickt immer unseren Glidemaster weg Glidemaster finde ich oder auch nett auf jeden Fall, aber ja. Arcanist oder irgendwas. Also es gibt genug X1er sozusagen, die gespielt werden hier in dem Format, dass der häufig noch was erwischt. Ja, aber jetzt, was nehmen wir denn? Ja, Also, den Freebooter, oder? ich würde auch den Freebooter nehmen, um weiter noch in den Farben zu bleiben, die wir bisher haben. Wobei Capture Sphere ist halt ein solider Removal. Ja. Aber der Freebooter ist auf jeden Fall eine gute Jo. Karte.
letztlich. Und ist günstiger. Das ist ja für mich Genau. auch immer so dann der, wie sagt man, Der entscheidende das, Faktor was dann, die ja. Waage dann eben irgendwie in eine bestimmte Richtung ablenkt. Ich denke, wir sehen hier beide die Karte, die wir picken Ja, werden, okay. weil Also das ist eine, es ist eine Bombe da ist halt, also ihr seht zwar das silberne Symbol drauf, aber das haben sie einfach nur falsche Farbe einfach. Ja, gegeben. genau. Das ist Haben vom sich vertan. Power-Level her, meiner Meinung nach, kann die mit vielen Rares mithalten. Also besser Zumal, als Transmogrify ist sie ja, man muss bestimmt. natürlich bedenken, dass diese Karte besonders für den Draft extrem stark ist. Wir reden jetzt, ne, wenn wir von über Kartenpower reden, geht es meistens oder fast immer um Draft. Im Standard ist Selbstverständlich. die lange nicht so stark. Ja, Dafür ist ja. die zu langsam einfach. Aber Genau. für den Draft Ich würde es absolut vielleicht versuchen, fantastisch. aber ich spiele einfach keinen Standard, weil Nee, mich das ich nicht auch so nicht so interessiert. viel mache ich das auch Ansonsten, nicht. Ghostlight ist auch noch nett. Mistress Singer mag Wir sehen ich halt auch noch auch. viele blaue gute Karten, aber das Genau. sollten wir auch nicht außer Acht Also, lassen. ich hätte auch gar nichts gegen Blau-Schwarz, ehrlich Ja, gesagt. Aber natürlich. solange dann weiter das gute Schwarze kommt, nachdem wir schon drei gute schwarze Karten haben, sehe Genau. ich keinen Grund, hier Und abzuweichen. ich finde auch weiterhin ganz solide rote Karten. Ah ja, Würde, stimmt. also Magmat Magmat würde schon zwei finde Schaden ich machen mit auch. der Emancipation, ist eine solide Drei. Karte. Ach Vor allem ja, drei, Inspiration natürlich. Triple. Ja, verdreifacht. ja. Oh Gott, das Tappt ist für drei krank. Schaden. Krank auf jeden Fall. Aber würde ich hier Selbst wahrscheinlich. ein Hobblefiend ist dann auf einmal 6 Power Trampler, ne? Das ist schon Also, sehr. aber wie gesagt, dafür müssen wir ja auch, naja, wir müssen nicht ultra krass rot sein, weil es ist ja eine 6-Mana-Karte, aber trotzdem Ja. nicht zum Splashen jetzt Also geeignet was nehmen oder wir so. hier? Magmat oder den Sanctum? Ich würde einfach bei Schwarz bleiben, solange Ich würde wir auch da den sind. Sanctum nehmen, ja. Aber ist auch ein gutes Zeichen für mich, dass Rise Again noch da ist, weil wir auch so viel Blau gesehen haben. Blau, Schwarz eben mit Rise Again. Okay, ja, so ziemlich das beste nee, nicht das Beste, aber ein super gutes Reanimation-Target Wobei ich mit muss Pursuit gestehen, Whale. ich bin von einem Reanimation-Deck. Es gibt nur eine Karte, die oder zwei Karten, die wirklich Reanimation machen. Das sind Ja. Reanimation oder Reanimate und die eine Kreatur, da diese Ja, 0-3er. genau. Und das ist einfach, mir persönlich ist das zu inkonsequent. Also Okay. du musst echt viel Glück haben, damit der Plan ans Laufen gerät. Trotzdem ist Also ich dieser meine, das Whale ist natürlich die trotzdem eine stärkste super Karte hier. starke Karte. Ja. Also 7 Mana ist natürlich im Draft was, da hat man manchmal Probleme hinzukommen. Ja. Ist natürlich eben kein Constructed, wo man dann einfach ein paar Ramp-Karten in sein Deck reinpackt. Gerade wenn wir blau-schwarz spielen, nicht so einfach, aber ist mit so großem Abstand hier. Ich meine, Havoc Jester habe ich nichts dagegen. Nee, der ist auch Funktioniert okay. auch gut mit Fiery Emancipation, aber das war für mich jetzt einfach das, was hier da war. Ja, im Gegensatz dazu hier nichts. Ja, also Pitchburn Devils ist eine gute Füllerkarte für Ja. mich. Ich mag es halt schon ganz gerne einfach die Aussicht gegen diese White Weenie Decks, dass ich einfach ein 2-for-1 bekomme, ne? Dass der irgendwie ein 4-3er blockt und dann noch ein Ja, 2-2er zur Not kann er immer abschießt noch die oder drei Schaden so. ins Gesicht schießen. Also der ist schon echt solide und ich habe auch oft gegen den Ja, verloren, weil einfach am mein Ende schießt hat der 9 Schaden dann, ins Gesicht mit genau, am Ende hat der Emancipate. einfach für den letzten Schaden gesorgt und Genau, das ist halt aber echt ein die, so, Problem. was wollen wir hier nehmen? Read the Tides. Ich würde tatsächlich Pitchburn Devils wahrscheinlich nehmen, weil ich Okay. halte das hier für die doch etwas bessere Karte. Okay, kein Weil Problem. wir noch nicht genau wissen, ob wir jetzt blau oder rot spielen. Oh, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir haben Havoc Jester, das ist eine gute Ja. rote Karte. Wir haben aber noch Captious Sphere und wir haben Sky Scanner. Das Das wären stimmt. für mich die drei vertretbaren Picks hier Ja, an der Stelle. für mich auf jeden Fall auch, wobei Und jetzt ich. ist nur wirklich schwer zu sagen, weil wir haben natürlich Grund in Rot zu gehen, wir haben Ja. Grund in Blau zu gehen, wir haben noch keine Removal Spells, Ich würde was ein bisschen für wahrscheinlich, Capture ich würde Sphere wahrscheinlich auch für spricht, Capture aber Sphere. Sky Scanner also macht hier meiner Meinung nach genau das, was er soll, Ja, uns nämlich offen halten. dann Auch macht wenn das, ja. natürlich Havoc Jester oder Capture Sphere wir gerne im Deck hätten, wenn wir Rot oder Blau wären, wir wissen es jetzt halt Das einfach noch stimmt. nicht. Ah, hier sieht es jetzt dann doch sehr nach einem Spellwatcher Weird aus. Das ist Das würde hier ich auch sagen. auf jeden Funktioniert Fall die auch beste gut, weil Karte. wir Scythe, boah, Aussprache, Ja. Scythe, Sanctum haben. Na gut, das sind die einzigen Ja, Non-Creature gut, Spells, aber bisher. Da wird ja noch ein bisschen mehr ja, kommen. ansonsten wäre hier halt ein Protégé. Ein Sure Strike ist eher für aggressive Decks, meiner Aber Meinung Sure nach, Strike da. kannst du, finde ich, auch so. Also ist eine gute Ja. Füllerkarte. Es ist eine bessere Also Füllerkarte. sagen wir Also. mal so, es ist für einen Combat-Track ist es ziemlich Ja, gut. oder sa genau, das ist das, Also, was ich eigentlich sagen da wollte. würde ich. Natürlich. Okay. Ja. Also Also. noch ein Pitchburn Devils prügel ich mich jetzt nicht rum. Goblin Wizardry.
wir sind jetzt, sehen nicht aus wie das Deck. Wir sind jetzt nicht dieses blau-rote Prowess-Deck wahrscheinlich, was es richtig gut benutzen kann. Aber wir haben halt auch eine Scythe. Und mit Ja, der Scythe sind die schon wieder finde ziemlich ich auch gar gut. nicht so verkehrt. Ich Und denke mal, mit Fire Emancipation sind klick die das auch mal schnell ziemlich an, sonst ist gut. es weg. Ja, ich würde auch hier Ich hätte zu der ansonsten Liste auch gehen. eine von den blauen Karten in Betracht Ich gezogen, habe aber das die. Gefühl, dass wir müssen uns immer noch irgendwann entscheiden zwischen Blau und. Ich meine, wir können auch hier den Füller dreimaler Schwarzen nehmen, Nee, aber dann würde ich auch eher Capture da Sphere bin ich nehmen, für die Capture falls wir Sphere. einfach. Ja, vielleicht splashen wir ja Ey, wer Blau. weiß, nachher werden wir doch blau-rot. Ja. Also, Ja, stimmt, wir die haben wir haben. früh gepickt und wir haben Ja. danach nicht so viel Und die Schwarz Scythe kann man gesehen, immer noch ne? splashen. Ich sehe Dann auch. bräuchten wir ein Opt. Also, wenn wir blau-rot werden, dann wollen wir ein Lars oder ein Opt haben. Und ich sehe, glaube ich, Opt ist noch ein bisschen wichtiger fürs Prowess-Deck. Das, ja, fürs Prowess Deck auf jeden Fall. Ich finde Lars halt echt nicht verkehrt. Ja, ich glaube, ich Dann würde. nehme ich ein Rise Again, weil Protégé ist zwar auch okay, aber ich meine, im Prowess-Deck willst du das nicht haben. Und ja, im Reanimation, im blau-schwarzen Deck, aber da wollen wir ja eher das Rise Again haben. Ja, nicht Reanimate. Ich sage immer Reanimate, was ist denn Jetzt falsch? können Rise wir ein Again. Bloodfell Chaos Ja, auf nehmen. jeden Fall. Also ich hätte, glaube ich, hier den blauen genommen und nicht Rise Again, weil ich bin von Rise Again, wie gesagt, nicht so überzeugt. Na gut. Boah, das ist aber jetzt What? schwierig. Was ist das denn für. What? Was ist das denn? Okay, sag mal, warum sind wir so sprachlos? Ja, weil die Rare eine fantastische Karte ist, weil die uns komplett offen lässt für die Farben, weil aber auch die Uncommons fantastisch sind. Der Gourmand dominiert den Himmel einfach, wenn er draußen ist und schießt noch eine Kreatur vom Gegner. Gut, schießt sie nicht ab, aber der Gegner muss halt eine opfern. Was fantastisch ist und noch eine Scythe zu spielen, ist auch nicht verkehrt. Und ich glaube, selbst der Warmonger wäre fast eine Option, aber noch nicht so Ja, richtig. nur Also in dem fast. Deck sind wir nicht. Wobei Nee. das durch die Scythe könnte man noch überlegen, ins Sacrifice-Deck zu gehen. Ja, Aber. aber dafür brauchen wir ja wirklich die Ankamen, die was klaut vom Gegner. Ja, also stärker finde ich Scythe und Gourmand, aber hilfreich ist natürlich ja, hier unser Wow, das Rare. Wie heißt ist der? so schwierig, Ich Solemn glaube aber, er Simulacrum. soll es sein. Er Er soll hilft. es sein. Ich glaube ja, aber es ist schwierig. Okay. Gut, dann nicht. Dann Da hätte nicht. man noch länger drüber Auf reden jeden Fall. müssen. Mir ist die Zeit viel zu wenig. Das finde ich ganz furchtbar. Ja, auf jeden Fall hätten wir noch länger drüber reden müssen. Aber bin jetzt nochmal zu meiner Faustregel übergegangen. Ja, okay. Wenn wir uns nicht einigen können, nehmen wir die billigste Karte. Okay, ja, ist ein Argument. Aber so würde ich dann halt schon sagen, lass uns schon versuchen, Schwarz als Hauptfarbe Ja, zu auf jeden spielen, Fall. weil. Deswegen würde ich hier auch den Deathbloom Fallot vorschlagen. Hätte ich auch Shipwreck Dowser überlegt. lobe ich mir auch. Ist eine tolle Karte. Ja, absolut. Keine Frage in der Hinsicht. Aber Deathbloom Thalid, das ist Gerade mit der Scythe so ist einfach halt eine die Karte, fantastische Karte. die du haben willst. Ja. Selbst ohne Scythe Ja, klar, ist das klar. eine tolle Kammen. Ja. Gut, Gut, wunderbar. Dann machen sind wir wir. uns da einig. Das ist Ja, ja auch schön. doch, doch. Ja, okay. Hier ist Okay. es dann doch recht einfach, würde Oh, ich sagen. schade, aber noch ein Skyscanner, Es noch ein ist Thalid, schade, aber wir aber brauchen wir den brauchen Finishing den Blow, ja. Removal, wir brauchen den Removal. Das Das ist ist ganz nur klar. vernünftig hier. Ansonsten sehen wir, dass auch Rousing Reed noch da Auch eine ist. fantastisches Enchantment einfach. Genau, also Rousing Reed, Thalid, Skyscanner, Finishing Blow und vielleicht noch Fierce Empath. Das sind für mich so die guten Karten aus dem Pack hier. Ja, genau. Aber eventuell noch Truffle Snout, aber je nachdem. Ja, da muss Wenn du aber passen. keine +1-Counter-Synergien hast, ist Truffle Snout auch nur ganz Ja, nett. aber Truffle Snout fantastisch im weiß-grünen Genau. Life-Gain-Deck auch. Und auch im Live-Gain. weiß-grünen Ach so. Weenie Ja, Go-White stimmt. Deck. Ja, Aber dass gerade ich nicht ans Live-Gain-Deck gedacht ja, habe mit traurig, ihm. traurig, weil der hat mir schon in einem weiß-grünen Life-Gain-Deck hat er schon fantastische Dienste Wow, erwiesen. das weiß ich. Wusste ich ja gar nicht. Das hast du Ja, aber nicht nein, das habe ich nicht hochgeladen, aufgenommen. Nee. ne? Habe ich aber, glaube ich, mal irgendwann erzählt. Weiß ich aber nicht mehr Na genau. gut. Ja, Okay. Skyway Sniper, oder? Miscast. Genau, auf jeden Fall. Okay, wir können ja auch kurz noch die Gelegenheit nutzen, zu sagen, das solltet ihr besser nicht Nein, spielen, die mach Karte. das Nee, nicht. lasst das einfach So, haben sein. wir Das jetzt ist genutzt. Lass uns mal die anderen Karten Sideboard-Karte fürs angucken. Wir Constructed. haben so wenig Zeit. Ja, das stimmt. Ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Ich würde Cage Zombie nehmen. Also die ist natürlich nicht so famos, aber wir wollen Schwarz auf jeden Fall als Hauptfarbe haben und mit der Scythe wird einfach jede Kreatur super. Das stimmt. Ich hätte noch über Shortsword nachgedacht, aber brauchen wir nicht mit der Scythe. Nee, Einfach, das ist einfach zu übertrieben. ja, also ansonsten mag ich, wenn wir keine einzige Scythe hätten, würde ich Ja. über Shortsword nachdenken. Aber Ansonsten so. ist es für mich der Caged Zombie Ja. und
Ja, wie gesagt, ob wir rot oder blau spielen, wir wissen es immer noch nicht so genau. Nee. Aber ich meine, der Waker of Waves, der Ist würde mich jetzt schon nochmal sehr nach blau pushen, Nett, ehrlich vor gesagt. allem Auch wenn durch ich den Call seine. schon mag, auch in Verbindung mit der Scythe. Ja, aber der Waker of Waves ist natürlich ja halt auch eine sehr flexible Karte, also die hilft Also, schon, ich, ne? vor allem, weil du, wie, genau, den können wir auf 2 spielen. Ja. Der tut sich damit selber in den Friedhof. Wir haben einen Rise Again. Das stimmt, ja. Also, Und wir haben bisher erst wie auch gesagt, auch wenn vier ich rote Cauldron Karten. gerne mag, aber ich glaube, ich wäre hier für den Lass uns noch, Waker. ja, ich würde auch sagen, lass uns noch einen blauen Finisher nehmen. Wir Und haben Captures wie als dann einzigen Removal nach wie vor lassen wir uns bisher. einfach Ah, mal nee, wir haben ja Finishing Blow ein. mitgenommen, Dann genau. lassen wir uns einfach mal ein auf die blau-schwarze Experience. Ja. Wo ich sage, ich muss, ich hatte letztens noch ein blau-schwarzes Deck, das kam mir ziemlich gut vor. Ich habe nur 3-3 gespielt, das war aber auch Best of One Ja, und. Best of One ist, das kannst du gar nicht vorhersagen. Ich habe auch mit Ja. sehr guten Decks, wo ich dachte, das wären gute Decks, habe ich irgendwie nur zweimal gewonnen, dreimal verloren. Und mit Decks, wo ich dachte, total crap. Auch muss ich sagen, auch bei Drafts, die du aufgenommen hast, wo ich dann dachte, das Deck ist ja eher so mittelmäßig und du hast einfach 7-1 Ja, oder 7-2 ja. damit abgeräumt. Wo aber auch dann halt Spiele dabei sind, wo die Gegner einfach aufgeben mit 20 Leben oder Ja, so. Nur weil du eine Karte irgendwie losgeworden bist, die ein Problem ja, war. das ist diese Best-of-One-Kultur, da bin ich auch nicht so ganz der Fan So, was ist von. denn jetzt hier los? Ich meine, Cancel ist relativ eindeutig. Das ist ja halt doch die einzige Karte in Also, unseren ja, Farben. oder Aber ja, ich habe auch hedgen gedacht, doch, also weichen doch nochmal aus. der Battle Rattle Shaman ist so eine schöne Karte. Auch viel, viel besser, als Wir ich weichen ursprünglich doch nochmal dachte. aus. Also, wir haben doch gar nicht so viel Instant-Speed-Kram. Wir haben nur ein Opt und ein Catches-4 und ein Finishing Blow. Na gut, noch den Waker. Ja, aber ich würde Aber ich trotzdem, bin glaube ich, auch Cancel kein nehmen. Fan vom Cancel. Komm, wir Nee. nehmen den Battle Ja, Rattle gut, dann mit. nimm den Battle Also, du Rattle. magst ihn ja auch gerne. Ja. Und vielleicht werden wir ja doch noch. Also, nicht auch noch rot, aber. Wir nehmen auf jeden Fall 9 Lives, ist klar. Beste Karte. Das war halt Kätzchen drauf. Es gibt sogar der Künstler, der die gemacht hat, der bietet Guck wohl mal, auf lass uns seiner mal kurz Website. gucken, was wir noch Ach nehmen. so. Bevor. Ich würde tatsächlich Frostbreath. Ah, nee, Moment, ja, wir brauchen Kreaturen. Ich nehme den Zombie. Ja, nimm den Zombie, ist besser. Oder sogar den Two-Drop, auch wenn der kacke ist, aber wir haben Scythe. Ja. Ja, Ja? vielleicht sogar. Ja, Weil einen Haufen Three-Drops haben wir jetzt schon einfach früh aufs der Board macht kommen. fast genauso viel wie der 2-3er. 9 Lives, ich wollte noch kurz Ja. sagen, der Künstler, der bietet wohl auf seiner, ich habe es noch nicht nachgeguckt, ich kann Ja. daher nicht bestätigen, dass es stimmt, der bietet aber wohl auf seiner Website dieses Artwork an, wo man dann seine eigene Katze einfügen kann. Das Das ist ja müsste ich eigentlich mal machen, mega ne? witzig. Ja. Okay, Ich weiß auch nicht, was. also Gleitmeister ist nicht Ich habe verkehrt. auch kein Problem mit dem. Ich würde den hier, glaube ich, auch nehmen. Einfach als solide Kreatur, auch wenn sie Ja. vom Archer abgeschossen wird. Trotzdem. Ja. Genau, Gut, ja. Arcanist ist ein Arcanist, Füller, aber ich ist okay. meine, Rise Again Runde 4 spielen, wenn man den Wake of Genau. Waves gecycelt hat, ist jetzt auch Ja. nicht das Verkehrteste. Warum nicht? Genau. Letztlich ist immer noch ein 1-3er, ne? Ja, der ist. Oh! Oh Oh! ja, guck mal. Was? Kriegen wir noch ein Geschenk. Och, was? Wie kann man da so spät rumgehen? Also, wie gesagt, der Die ist Leute sehen das natürlich. manchmal nicht. Denn der ist natürlich. Die sehen Der wahrscheinlich ist nur für natürlich 3 nicht Mana ein super 1-1er. krass. Ja, die Der sehen ist. für 3 Mana ein 1-1er und mehr nicht. Wahrscheinlich. Der ist ja auch nicht super krass oder so, aber der Ja. ist richtig gut. Ja, okay. Teferi's Protégé, oder? Ja. Also, Wenn wir ein Reanimate haben, kann der mal helfen, irgendwie auch wie den gesagt, der Whale ist irgendwie in den ungefähr wie der Friedhof zu Caged bringen. Zombie. Ja. Dadurch einfach, dass wir die beiden Scythe haben, ist Genau. uns fast egal, wie die Kreaturen sonst aussehen. Wir wollen Ja. einfach nur Kreaturen haben, obwohl wir Genau. den hier nicht wirklich haben Nee, wollen. den wollen wir nicht. Ja. Die Leute wie dich wollen wir hier nicht. Genau. Gut, letztes Pack. Okay, wir haben Schauen schon wir 20 mal. Karten und ich würde, glaube ich, auch alle Okay, spielen. für Von mich ist es daher. schon. Oh nein, es ist doch nicht klar. Aber oh Gott, ist das Oh schwierig. je, also ich finde es ziemlich eindeutig. Also ja, okay, Also auch ich weiß, wenn wir was du. einen Haufen Genau. gute Karten haben, Kraken ist super nice, Ja. Ghostlight ist super nice, Fetid Ja. Imp liebe ich, der ist so train-freundlich und gerade dann noch mit der Scythe, Aber ja, toll, aber wir wir haben Grasp brauchen of es. Darkness, Ja, der wir ist. brauchen Grasp of Aber selbst Darkness. Dismal Backwater würde ich. Also Ja. wir können. Ist wirklich sehr realistisch, dass wir hier eine gute Karte zurückbekommen. Ja, Also auf jeden wenn wir Fall. Imp, Kraken, Kraken werden wir wahrscheinlich Ghostlight nicht oder wiederbekommen, Dismal aber. Backwater wheelen, nur eine von denen müssen Ja. wir zurückbekommen, dann bin ich eigentlich ganz happy, obwohl wir den Kraken nicht so dringend brauchen, Aber würde der ich ist jetzt schon sagen. geil. Jede Runde für einen Mana haut er einfach. Gut, man muss aber dazu sagen, bringt jetzt nicht so viel weg. Was ist denn los? Moment, können wir 3 Scythe spielen? Das ist schon ein bisschen hart, aber Warte ich mal, wie viele meine. Kreaturen haben wir denn? 13, das ist okay. Aber wir haben auch nichts als Alternative. Wir haben Wir haben keine. wirklich nichts als Außer die Krabbe, Alternative. aber die will ich wirklich nicht spielen. Obwohl, die ist gar nicht so schlecht in unserem Deck. Die ist okay, aber. Ich finde,
Ich finde eigentlich, also das mag absurd wirken, aber Ja, wollen wir wir haben auch wirklich, fast nichts für vier Mana, wollen ne? wir wirklich drei Scythes spielen in Ich unserem glaube Deck? eigentlich nicht. Ich glaube, das ist echt Ich übertrieben. glaube, wir wollen die Wishcoin Crab haben. Also Read the Das ist Tides so würde ich auch verrückt. drüber Oh Gott, nachdenken, ich will die Krabbe nicht nehmen, aber die aber. Krabbe, nee, aber wir Ja. gewinnen einfach mit der Scythe irgendwann. Wir haben Ja. außerdem richtig dicke Fettis und der blockt richtig gut alles weg, Ja, ne? machen wir es so, machen wir es Also, so. ich sag immer, natürlich ist die Dings gesehen, ne, im Vakuum Ja. gesehen ist die nicht gut. Aber wenn du ein Deck hast, was eigentlich einen super soliden Finish-Plan hat, Dann, ne, ja, klar. Ey, die hält dann. super viel auf, das muss man Okay, sagen. jetzt wird es allerdings wieder schwieriger. Wir haben nämlich Grasp of Darkness, noch ein Finishing Blow, obwohl ich da ganz klar zum Grasp tendieren würde. Ja. Rousing Reed, das ist auch nicht schlecht, das wirft auch nochmal was ab. Karrion Grub ist sowas wie eine bessere Wishcoin Grab, weil die Ja, auch nochmal Sachen in Friedhof wesentlich, macht, wesentlich besser, ja. für unseren Rise Again. Und wir haben ein Thralling Hold, was ein 2-for-1 ist. Aber ich glaube, wir halten uns einfach an deinen Plan, würde ich sagen. Grasp of Darkness. Würde ich sagen. Jo, ich sage auch, obwohl in Thralling Hold richtig gut ist, obwohl Ja. ich sehr gerne die Karrion Grub hätte, obwohl ich auch das Rousing Reed spielen Ich würde. würde auch. Ja, okay, ja, dann. Okay, was ist denn Aber wir jetzt hier kriegen auch noch ein los? Rise Again. Aber sind wir, brauchen wir zwei davon? Wir haben zwei Kreaturen, die wir damit zurückholen wollen bisher. Das stimmt. Ich find's übertrieben, hier noch ein Rise Again zu nehmen. Da hätten wir vielleicht, wenn wir früher zwei gehabt hätten, hätte ich vielleicht dann Okay. einfach auch noch ein paar Ich rote meine, Fettis oder grüne die Fettis Sache ist, genommen. Enthralling Hold ist ja vom Power Level, ne, ist das ja schon ähnlich wie ein, naja, ist nicht ganz so stark wie ein Pursuit Whale in Runde 5 zu bekommen, aber ich Ist meine, du schon tötest gut. eine Kreatur vom Gegner und bekommst so eine Und Kreatur. stell dir jetzt die Karte mal mit dem Kraken vor, die dir einfach für einen Oh. Mana noch eine Kreatur vom Gegner tappt. Ey. Mega Das gut. gefällt mir, das gefällt Ja, mir. aber Toll. haben wir halt leider Aber nicht. der Grasp-Pick war auf jeden Fall super wichtig und super Ja. richtig, damit wir, Verzeihung, Da die geht's wieder los. frühe Interaktion bekommen. Ich trinke einfach zu viel Kaffee. Ja. So, was brauchen wir denn hier? Haben wir denn genug Kreaturen zweimal? Ja, schon. Also, Wir könnten hier den den Replicator nehmen. Replicator, könnten wir schon drüber nachdenken. Wir haben halt ein Ey, guck bisschen mal. genug teuren Wir Kram, haben so, ne? vier Sachen, wo wir Ja, da hast du jeweils zwei von recht. haben. Ja, Also, komm. Ich meine, ich kann ich aber auch rede ja immer verstehen. viel über die Ja, ich kann aber Karte. auch verstehen, dass du den Mistral Singer als. Ja, aber wir brauchen den nicht. Also ich meine, es ist natürlich schön, einen Flieger zu haben für die Scythe, aber Ja. das ist schon ein bisschen Win More. Wir brauchen das nicht Selbst wirklich. Lars fände ich nicht verkehrt mit einer Scythe, weil der kann dann einfach schöner und solider angreifen. Okay, Ja, gut, klar, keine dann nehmen wir Frage. den Gormand. Funktioniert gut mit Skyscanner, funktioniert mit den Deathbloom Thalys ziemlich gut. Und funktioniert übrigens auch gut mit Rise Again, weil man dann keine Ex Kreatur opfern muss. genau, das ist so das Sahnehäubchen, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie es ist, wenn wir ihn einfach für 6 Ja, casten. absolut, absolut. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Archfiend's Vessel ist auch was, das man wiederbeleben kann, aber Aber der ist mir fast schon nicht jetzt wert. wollen wir auch gar keine teuren Sachen mehr haben, oder? Wir Nee. wollen stattdessen Ja, auf was jeden sie in den Fall. Friedhof Auf legt, jeden Fall noch mehr statt der wert. Wishcoin Crab. Crap, Grab. ja. Grab. Grab a Wishcoin. Ich glaube, den Replicator, der ist jetzt einfach. Also ich will lieber günstiges Zeug als teures Ja, Zeug absolut, haben. Die absolut. Walking Corps können Wir wir auch mal hätten vielleicht rausnehmen. lieber, wir müssen dann gucken, ob wir genug Kreaturen haben, wir hätten vielleicht dann doch eben Lars oder so nehmen sollen, dann ist einfach noch ein bisschen. 14 Kreaturen ist Könnte mehr völlig in sein, Ordnung. könnte aber mehr sein. Die, Ja, will ja. ich nichts von haben unbedingt. Ja. Ja. Also, ich würde fast zu Dismal Backwater tendieren. Aber der Crack ist Was? schon gut. Und Ja, vielleicht kriegen aber. wir Rise Again Ja, sogar aber wieder. wozu? Ich weiß Also, nicht. wir haben richtig krasse Sachen. Wir brauchen gutes Mana für Grasp of Ja, du hast ja Darkness. recht, du hast Also, ja ich würde auch recht. Roaming Ghostlight gerne nehmen, aber unser Deck ist schon spitze und wir müssen schon Karten cutten. Opt wird es nicht ins Ja. Deck schaffen für mich. Ja. Und Von denen werden wir das übrigens keine ins Deck packen, Mana, also wahrscheinlich. da wurde letztens bei Limited Resources auch nochmal der Punkt gemacht, finde ich vollkommen zu Recht, nochmal zu sagen. Ja, auch noch eine Ja, ja. oder hier Rousing Reed. Aber ich glaube, die Grab ist besser. Ja, kann man auch machen. Wir brauchen Kreaturen. Ist so. Wir haben 15 Ja, Kreaturen. okay, Was ja, ist stimmt, denn? das ist richtig. Okay, komm, wir müssen eh noch Sachen cutten. Also von Ja. daher, Unsubstantiate ist Interaktion, die wir Ja, nicht mehr finde ich brauchen. aber nicht Ich verkehrt, die glaube, zu den haben. Glidemaster brauchen wir auch nicht mehr. Und der Nee. wird von vom Skeleton weggepickt. Ja. Epitaph Golem, damit wir nicht decken.
Ah, Schwins Wessel auch noch, okay. Gratis, warum nicht, ne? Also, wir haben alles bekommen, außer das zweite Rise Again, würde ich Ja, sagen. stimmt, ja. Also, unser Reanimate-Plan ist sehr unverlässlich, Aber deswegen sollten wir uns nicht drauf ich finde ihn verlassen. generell unverlässlich. Der ist einfach, ich finde, es ist wirklich, da musst du sehr, sehr früh drauf gehen auf diesen Plan und dann mit zwei oder dreimal Rise Again oder halt irgendwie sowas. Ja, Okay, ist nicht mein gut. favorisierter Plan. Aber ich finde, wir haben echt ein schönes Deck Voll ein bekommen. schönes Deck. Also, wie gesagt, Wake of Waves können wir auch als Two-Drop sehen, was sehr, Ja. sehr schön ist. Und ich würde, also ich weiß, du hast ihn eben rausgeworfen, aber wir haben jetzt fünf Karten, die wir jeweils zweimal haben, also 12 Permanents. Ich würde über den Replicator nochmal nachdenken. Ich sag mal, du hast ihn schon in Decks gespielt, wo die Wahrscheinlichkeit, Ja, ja. dass das mal Richtig. triggert, schon wesentlich geringer Habe war. ich. Das will ich, will ich gar nicht, ich Na? will das gar nicht bestreiten. Ich möchte nur Es nochmal drüber spricht reden. viel für Chrome Replicator. Ich frage mich nur, was wir dafür rausnehmen sollen. Vielleicht Caged Zombie? Vielleicht Voldanian Ja, aber Arcanist? der hilft uns ja wieder, den zu spielen. Deswegen hatte ich jetzt, ne, also die mit diesen fünf. Archfiend's Ich finde auch, Vessel? der ist einfach nicht so gut. Aber Selbst. wir haben eine Scythe, Ja, ne? das stimmt. Auf den Lifelinker drauf, dann tradet der Ja. noch und dann kriegen wir einen 5-5er Demon raus, wenn wir irgendwann Rise Again spielen. Aber dann würde ich Rise Obwohl, Again stimmt, lieber. wir haben mit nur Also. einem Rise Again hole ich ihn doch raus. Genau, Also also. selbst mit der Scythe. Das Problem ist einfach, auch mit zwei Scythe im Deck, das sind nicht vier Scythe, wir sind hier nicht im Constructed und es kann sein, dass wir irgendwie durchs halbe Deck durchgraben müssen, bis wir die erste Scythe finden und dass wir vorher sterben, weil wir ein 1-1er für 1 gespielt haben. Das ist für mich das, was das nochmal deutlich macht, Und so. auch wenn der 5-5er Flieger schon echt solide aussieht, aber wir haben nur eine Karte, mit dem wir den zurückholen können oder mit dem wir den quasi bekommen, Ja. für dieses eine Rise Again haben wir aber ganz viel, also viel bessere Optionen Ja. als nur einfach ein 5-5er Token, zumal der, wenn der auf die Hand geschickt wird, einfach weg ist. Bin Also, dabei. ja. Bin dabei. Ist einfach nicht nötig. Der wäre Genau, zwar ist nicht nett. nötig. Also, ich würde ja grundsätzlich schon sagen, wenn wir jetzt nicht schon so viele fantastische Reanimation-Targets hätten, würde ich sagen, im Prinzip ist das das, was das Deck will, mit zweimal Malefic Scythe und einem Rise Again im Deck. Wäre das eine Karte, die ich da gerne spielen würde, aber wir haben einfach solidere Optionen, die Genau. nicht so. Er ist halt trotzdem immer noch ein bisschen unverlässlich, wie du sagst. Ja, Und so sehe ich es ja, auch, ja. okay, jetzt Weil ohne müssen. Scythe macht er halt nichts. Und Ja. dann geht er in den Friedhof und dann hat er vielleicht nichts gemacht und das bringt uns einfach nichts. Okay, was cutten wir noch? Ich glaube, es wird einfach. Ich glaube auch, der ist Also, einfach nicht so gut. oder Sanctum of Stone Fangs. Und ich Stimmt, das macht mag die auch nicht Karte, so viel. aber es macht in unserem Deck nicht so viel. Das ist, finde ich, tendenziell in aggressiveren Decks etwas besser als in defensiveren Oder Decks. halt im Auch Live-Gain-Deck. oder im Wenn man da Live-Gain-Deck. etwas. Vollkommen sehr guter Punkt. Es ist halt eventuell kein guter Top-Deck im Late Game, ne? Wenn du eine Kreatur Sowieso brauchst. nicht. Im Wir Late-Game haben sowieso Scythe, nicht. ne? Wir wollen eher eine Kreatur haben als eine Nicht-Kreatur. Also, wie gesagt, ich mag die Karte, aber Ja, die hat ist hier der beste, nichts für zu mich der beste suchen. Schrein auch. Also Ja. als einzelne Karte betrachtet, der beste Schrein von den Gesundheit. Von den fünf, die wir haben. Aber man könnte jetzt nochmal, wenn man weiter darüber redet, natürlich darauf zu sprechen kommen, dass unser Deck ja eher, sagen wir mal, aufs Late Game auch so ein bisschen abzielt, damit wir am Ende unsere Finisher Absolut, bekommen. ja. Das würde ihn wieder besser machen, wenn man ihn früh spielt, aber wir können es halt nicht darauf verlassen und ich denke, wir haben auf jeden Fall bessere Optionen. Das ist halt, das gehört überhaupt nicht zum Plan, die Karte. Wir haben kein Prowess, wir haben nichts, was das irgendwie. Es tickt halt nur dann irgendwie eine Uhr runter irgendwann und wenn wir den Genau. im Late Game ziehen, dann bringt er uns gar nichts. Und jede Genau. andere Kreatur durch die Scythe bringt uns jede Kreatur einfach viel, viel mehr als der Sanctum im Late Game. Total, sehr, sehr gut nochmal ausführlich begründet und zusammengefasst, so wie wir es lieben auf, so Danke. wie wir es hier lieben auf nicht nur diesem Kanal, sondern auch bei Mishman auf Ja. seinem eigenen Kanal. Danke. Ich kann mich noch daran erinnern, als du deinen ersten Draft hochgeladen hast und du 5 Minuten lang über den ersten Pick geredet hast. Ja, da hatten wir noch Zeit. Fantastisch. Das war Da damals, als wir noch Zeit hatten. war ich direkt begeistert. Da wusste ich Ja. direkt nice. Aber ich hatte gar nicht so, glaube ich, direkt so damit gerechnet. Ich Und auch dann hast du bei nicht. uns in Ich die, auch in die, nicht. in die Gruppe, in unsere Magic-Gruppe reingeschrieben. Ja. So, hey, hier, guck mal nach. Ja. Oder so. Und War ja, war auch auf jeden Fall begeistert. fast spontan der Entschluss. Ja, nice, richtig gut. Aber ich sag's ja auch immer wieder in meinen Videos, ich ermuntere auch andere
Zuhörer und Zuschauer von dem Video, das Ja. zu machen. Das macht auch richtig viel Auf jeden Spaß. Fall. Also ich Ne? mache es auch Man wirklich wird nicht. besser dadurch, es macht Ja, viel eben. Spaß. Und ich mache es ja auf jeden Fall nicht, um irgendwie eine krasse Abonnentenzahl. Offensichtlich mache ich es nicht, um eine krasse Abonnentenzahl Ja, zu machen. das Trotzdem muss danke ich an auch alle meine sagen. Abonnenten, die auf meinen Kanal abonniert haben. Ich glaube, es sind jetzt 7 oder so. Nice, Und nice. Es wird trotzdem habe ich mehr. immer nur Ich so habe zwei, drei Views. gestern noch eine Person, glaube ich, gefunden, Ah. die dich abonniert. Oh, yeah. Cool. Gerne, gerne. Ja. Naja, gut, ich komme ja wieder Okay. zurück. Ja, ich meine, wir waren ja im Prinzip, wir sind jetzt nur noch ein bisschen am Chatten und Ja. genau, die Leute, die da jetzt keinen Bock drauf haben, haben ja dann wahrscheinlich sowieso schon das erste Match angeklickt. Vielleicht. Ich würde Aber sagen, ich wir können möchte noch noch mal mal. zusammenfassend sagen, ich muss sagen, auch Rousing Reach scheint mir nicht so richtig wichtig zu sein in dem Deck hier. Nee. Das wäre auch eine Karte, wo ich sehen könnte, dass man die cutten kann. Aber ich Wenn die mal irgendwie so ein ist sie auch 8-8er in die Luft, wenn die so sympathisch. mal so ein 8-8er oder 7-7er in die Luft erhebt, das ist schon cool. Nee, aber muss nicht unbedingt sein. Aber ich möchte einfach nochmal kurz auf den Chrome Replicator zurückkommen. Was Ah, okay. Oh. machen wir denn jetzt mit Ach, wir dem? sind noch Also, gar nicht fertig mit dem Deckbau. Ich dachte, ich wir sind meine, jetzt auf 40 Karten wir könnten runter. fertig sein. Trotzdem, ich möchte, dass wir uns einfach nochmal überlegen, wollen wir den nicht doch testen oder versuchen? Und was wollen wir Wir dafür haben rausnehmen? Browsing Read? nichts, wir spielen 41 Karten. Oder Vodalian Arcanist? Wie viele Kreaturen haben wir denn jetzt? Guck nochmal bitte nach. 14. Ja. 14 ist schon wenig, finde ich. Also ich meine, wir können Rousing Reed rausnehmen. Wir haben Wie? ja die Scythe als Kreaturenverstärkung. Und klar, wir Ja. haben dann überhaupt nichts mit Fliegen, glaube ich. Naja, wir haben Also vier Sky, gut, Flieger. nee, Wir haben Quatsch. Freebooter, wir Ja, haben wollte ich sagen, Skyscanner. die mit der, also richtige Flieger, aber mit der Scythe werden die zu richtigen Fliegern. Ja, dann denke ich mal, können wir drauf verzichten und dann. Ich würd sagen, Und probieren wir es mal so, wir haben ja. ja auch schon gesagt, dass Chrome Rapley, also wir tendenziell lieber Kreaturen haben wollen, wegen Ja. der Scythe. Und wie gesagt, wir brauchen das Fliegen nicht so wirklich dringend. Obwohl es natürlich eben schön ist, den Wal hier nochmal fliegen zu geben. Der sieht ja schon fast ein bisschen aus vom Artwork Ja, her. genau. Flying Whale. Und er verstärkt halt auch die Grub. Selbst wenn er im Friedhof ist, ist die Grub halt dann 4-5er. Und das ist ja auch nicht Ja, das schlecht stimmt, dafür. da Ne? hast du auch Also, recht. Spielt auch eine Rolle. selbst wenn er jetzt nicht irgendwie rauskommt Ich sag mal so, für zwei. hätten wir irgendwie zwei Rise Again oder so, würde ich vielleicht sagen, okay, das ist nochmal ein Argument für den Effekt von Rousing Reed. Aber ansonsten, wir haben halt auch die Skyscanner, die direkt eine Karte nachziehen. Wir haben den Genau. Waker, der sich in den Friedhof legt, uns nochmal ein bisschen Card Selection gibt. Den Protégé für Notfall, obwohl der ist auch eher eine Füllerkreatur hier, würde ich jetzt schon sagen. Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Und Enthralling Hold gibt uns nochmal Card Advantage. Chrome Replicator jetzt auch, indem er zwei 4-4er macht. Zumindest ist die Ja. Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben. Also ich meine, wir haben jetzt fünf Permanents, die wir jeweils zweimal haben. Ja, und es ist Ist nicht ja, unwahrscheinlich. für Gorment, Hardcast natürlich nicht Rise Again. Gucke ich mir an, eben Skyscanner sind gut damit. Deathbloom Thallus sind gut damit, Vodalian Arcanist sind im Late Game häufig ein bisschen unnötig. Ja, total. Dafür ist es gut und wird dann nur noch umso besser dadurch, dass wir auch noch die Scythe haben. Und wie der Misha schon völlig richtig angemerkt hat, wenn wir ein Rise Again auf den spielen, dann bezahlen wir nicht seine Kosten, dann müssen wir auch keine Kreatur opfern. Aber sein Enter the Battlefield-Effekt triggert ja trotzdem. So sieht's aus. Also sehr gute Karte für uns. Ich Klar. denke, wir können es so lassen. Ich bin zufrieden mit dem Deck. Bist Super. du glücklich, weil es deine Lieblingsfarben sind? Ja, du hast recht. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Aber Dimir ist ja, also blau-schwarz ist ja tatsächlich eigentlich meine Lieblingsfarbkombination. Und es ist Ja, ich auch, könnte ist, nicht glücklicher ja, sein. denke ich mir. Und ich meine, du So. bist ja auch Gastgeber und da ist es ja durchaus Ja, und legitim, wenn dass du deine wir. Lieblingsfarben jetzt Und was bekommen ist, wenn hast. wir das nächste Mal bei dir zocken, dann spielen wir Rot-Grün? Nee, Rot ist nicht meine. Rot gehört gar nicht zu meinen Lieblingsfarben. Mittlerweile Weil du so ein ist Hau drauf bist, habe es. ich Yes, gedacht. total. Nein, mittlerweile ist das ein bisschen aufgeweicht. Also ich glaube, ich schwanke. Also Grün auf jeden Fall. Grün ist Ah immer ja. dabei. Grün ist einfach meine Lieblingsfarbe. Das wird auch Dann machen sich. wir Monogrün. Ja, genau, dann machen wir einfach Weil Monogrün. man kann sich das ja auch aussuchen beim Draft. Man entscheidet Ja. vorher, welche Farbkombination man Genau, draftet. genau so macht Genau man's. so funktioniert das am Macht das besten. nicht, liebe Kinder. Macht das nicht. Das stimmt nicht. Nee, klar, Okay. machen wir monogrün Artefakte. Okay, Wenn wir super. so gute Artefakte kriegen wie hier, wäre das sogar Ja, vor möglich. Gott und Nein, Sandmann. aber ich denke, grün, entweder grün-weiß oder grün-schwarz, das sind so meine Okay. Ja, mit Lieblingsfarbkombinationen eigentlich. Grün-Schwarz komme ich Wobei gut klar. grün-weiß, es kommt halt auch wirklich aufs Set an. Ja. Ja.
Aber ich mag, ich habe mal eine meiner Lieb eines, ihr könnt jetzt schon aufs nächste Match gehen, ich quatsche jetzt immer, also eines meiner Lieblings. Das ist jetzt unser Podcast. Das ist jetzt unser Podcast. Der heißt eingeschränkt verfügbare Ressourcen. Genau. Du kannst dann auch, wir machen ja diese Zeitstempel, machst du dann hier auch und dann machst du einfach nur dummes Gequatsch am Ende noch. Das ist jetzt noch 10 Minuten, also ihr könnt jetzt auf spätestens jetzt weiterschalten, wenn ihr es nicht hören wollt. Ich habe mal, ich habe ja angefangen vor etlichen Jahren, ich glaube 2009 oder so, und dann habe ich mal mir dann hatte ich auf dem Handy, glaube ich, hatte ich dann Magic Spiel, ich glaube 2015 oder so, das ist ewig her. Meinst du Duels? Nee, ein Handy, also was dann immer nur für eine Edition war, und dann gab es ein Spiel, wo du konntest wirklich Magic auf dem Handy spielen, das hieß, glaube ich, Magic 2015 oder so. Ach so. Und da waren dann halt nur diese Edition irgendwie drin, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es war. Auf jeden Fall, du hattest halt da feste Karten, konntest auch gegen echte Gegner spielen. Und hattest aber auch eine Kampagne, wo du dann halt deine Karten quasi zusammengesucht hast und hast dann aber auch gegen echte Gegner gespielt und hast dann wirklich die Karten bekommen. Und irgendwann hattest du aber alle Karten. Das war halt limitiert, dieses Spiel. Nicht so wie jetzt Arena, wo immer die neuen Editionen kommen. Ja, ja. Und da gab es halt auch so ein paar Archetypen. Und da war mein Lieblingsarchetyp war einfach Grün-Weiß-Weenie. Und das war wirklich komplett go white. Das hatte diese Karte, die immer wenn eine Kreatur angreift, legt ein Counter drauf. Und wenn Ach 7 Counter so. Drauf liegen, kriegen alle Kreaturen +5/+5 von dir. Ich weiß aber so gar nicht mehr, wie die heißt. War das eine von diesen Questkarten? Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Irgendwas, da war ein Tiger drauf. Ja, ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Die, die habe ich auch jetzt in einem grünen Commander-Deck ist die auch drin. Und Ach, die war halt, ja. Du hast einfach, dann hattest du noch zig, da war noch eine Karte drin, die alle, immer wenn ein Token ins Spiel kommt, doppelt so viele Token. Und immer wenn eine Marke drauf kommt, doppelt so viele Marken. Doubling Season ist das doch. Doubling Season kann sein für 5 Marken. Die wird jetzt nochmal neu gedruckt im Double Masters. Ah, okay. Aber und, kostet 16 Euro pro Pack. Das war halt, werde ich mir nicht also kaufen. Dieses Deck war einfach krank. Das ist immer so eskaliert. Und klar, einzige Schwäche, Mass Removal, aber das kam halt dann nicht so ganz oft vor. Und deswegen, das hat einfach immer alles überrannt. Das war super cool. Es hat richtig Spaß das gemacht. Glaube ich, ja. Deswegen ist meine Leidenschaft geht so ein bisschen in grün-weiß. Aber ich muss weiß ganz auch, ehrlich weiß sagen, ich habe so ja, ja, und ja, es geht ja auch nicht um Stärke. Weil ich finde häufig halt diese Strategie einfach nicht so interessant. Diese, ja, ich spiele einfach meinen Kram aus und greife an. Ja. So, ich finde ja Blau und Schwarz deshalb interessant, weil die sind so ein bisschen eben reaktiver und du schaust ja, was dein Gegner macht und versuchst eben bestmöglich, zum bestmöglichsten Zeitpunkt zu reagieren, um dann möglichst viel rauszubekommen. So. Ja, und das ist aber natürlich absolut Geschmackssache, weil ich kenne ja auch neben dir auch noch ganz viele andere Leute, die halt so ein bisschen lieber eben proaktiver spielen. Das ja, und das ist ja auch schön, dass man das ja auch alles machen kann und dass die Farben da eben dann auch so verschiedene Philosophien repräsentieren praktisch. Eben. Also ich muss auch sagen, deswegen ist Grün einfach auch meine Lieblingsfarbe, weil die einfach, das ist halt, du hast halt einfach die stärksten Kreaturen da drin, also von den Statuswerten her meistens, die sind halt einfach, du hast halt irgendwann irgendwie eine 20-20 Hydra oder so, das finde ich halt super cool und dann haust du da noch irgendwie Trample drauf und irgendwie, ich liebe das, weil das geht mir auch bei Videospielen immer so, dass ich sehr gerne Videospiele spiele, in denen ich hochleveln kann und dann irgendwann total overpowered bin, das liebe ich. Ah, dann ist Dark Souls wahrscheinlich nichts für dich. Nee, überhaupt nicht, ich habe es noch nicht gespielt, weil ich werde es auch nicht immer, spielen. Ich habe ja jetzt mal mit unserem Kumpel Blanks mal den mal versucht einzuführen. Ja. Mit Dark Souls 2, jetzt werden mich vielleicht Zuschauer zerreißen, weil Dark Souls 2 wird von vielen als das schlechteste Dark Souls angesehen, aber es ist immer noch ein geniales Spiel. Ich glaube, also Dark Souls 3 wird als das beste angesehen. Das schlechteste Dark Souls ist entweder Dark Souls 1 oder Dark Souls 3 und ich finde beide ziemlich super, aber Dark Souls 2 finde ich auch mega super. Und das ist das Einzige, was mein schäbiger Laptop gerade irgendwie abspielen kann, ohne dass es ruckelt. Und auf jeden Fall, da wirst du halt von, also selbst wenn du nachher total hochgelevelt bist, wenn du nicht irgendwie aufpasst und vorsichtig spielst, wirst du halt trotzdem von irgendwie 3 normalen Mobs einfach zerprügelt. Das so, ist, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da nicht so die Geduld für. Also ich mag es wirklich komplett over the top zu sein. Ich habe da so ein paar Spiele, also deswegen spiele auch Spiele sehr gerne, wo ich irgendwelche Superkräfte habe, einfach weil das einfach ein cooles Gefühl ist, was du ja nie im echten Leben hast. Zum Beispiel halt auch jetzt das letzte Spider-Man habe ich total gefeiert, das hat super viel Spaß gemacht. Ah, ja. Ich habe, wie hieß das denn noch? Das war so ein Spiel, da warst du auch irgend so ein Mutant.
Oh Gott, wie heißt das denn? Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Meinst du Infamous oder Infam so? Ja, oh, Infamous oder Infamous, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Die habe ich auch super, Infamous, ich die habe ich das. Total gefeiert, vor allem Infamous 2, aber ich habe auch Second Son gespielt, haben mir auch richtig viel Spaß gemacht. Also die habe ich, ich glaube, Infamous 2 habe ich dreimal durchgespielt, Second Son mindestens zweimal. Liebe ich die Spiele, weil du halt diese Superkraft Kram machen kannst, das ist super ja. cool. Nee, die feiere ich total. Ja, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das andere. Ach doch, Prototype hieß das Spiel. Okay, das sagt Prototype mir habe ich Sorry. Allerdings nur Prototype Wahrscheinlich wieder 2 PlayStation oder Xbox-Spiel. Weiß ich gar nicht. Also, ich habe es natürlich auf der PlayStation gespielt. Ich spiele nur auf der PlayStation. Ich bin kein Computerspieler. Also, komm, ne, am PC-Spieler. Und Prototype ist halt wirklich nochmal krasser. Also, du konntest halt die Häuser einfach senkrecht hochlaufen, ein bisschen wie bei Spider-Man. Bist dann irgendwie gesprungen, kilometerweit und. Konntest dir Klauen wachsen lassen und irgendwelche Wolverine-Kräfte und Klauen und irgendwelche okay. Ranken aus dem Boden schießen lassen und wenn du gesprungen bist, bist du 30 Meter hochgesprungen, habe ich geliebt. Das klingt ja schon geil. Es war wirklich, also du hattest einfach dieses ultimative Machtgefühl, das habe ich total gefeiert und deswegen, liebe Freunde, spiele ich grün. Okay, geil. Das war ja eine wirklich sehr, sehr tiefe, sehr analytische und ausschweifende Erklärung, passend zu diesem Kanal. Um zu spielen. Aber ja, super, ja. geil. Ja. Mir ist aber gerade noch aufgefallen, dass wir ja. noch das Bild ändern müssen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit der Scythe, würde ja, ich sagen. Ja, habe ich auch. Ich wollte es ich auch sagen. Ja. Oder alternativ. Also, ich würde auch den Wahl nehmen ja, oder genau. den Waker, aber ich finde einfach die beiden Scythe, ja. die müssen das sein. Aber ich, ach nee, ich habe Scythe schon mal als Bild. Dann nimm den Wahl. Dann nehme ich den Wahl. Okay, super. Ja. Okay, geil. Ja, dann können wir mal reinstarten ja. ins erste Match. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Zuhören danke. Bis jetzt. Und vielen Dank nochmal an den lieben Mischman, dass du da bist. Gerne, ich bleibe auch noch ein bisschen. Es ist mir ein Fest. Bis mir auch. Gleich. Bis gleich.